Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir sind heute angekommen in Hamburg, denn heute gehen wir aufs Ed Sheeran-Konzert. Und ich wollte euch mal kurz das Hotelzimmer zeigen. Wir sind nämlich im Best Western Böttcherhof und haben heute bei Anreise ein kostenloses Update mal gerade so aufs Deluxe-Zimmer gekriegt. Und das ist mal endgeil. Leute, guckt euch das an. Und das kostenloses Update. Danke, Best Western. Ast rein. Wenn es dann kalt werden sollte bei 36 Grad Außentemperatur, ist natürlich noch der Kamin dabei. Sonst haben wir hier natürlich eine kleine Kaffeetheke und natürlich das Bad. Schick, schick. Auf jeden Fall sehr freundlich auch an der Rezeption. Und schnell in den Sessel fließen. Ja, er ist gemütlich. Ja, wir müssen uns jetzt ganz schnell fertig machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Legria mitnehme oder ob ich einfach vielleicht im Stadion ein bisschen, also nicht im Stadion, sondern beim Konzert einfach ein bisschen mit Handy filme. Auf jeden Fall, ja, werdet ihr das definitiv ein bisschen, ein paar Ausschnitte sehen. So, wir machen uns erstmal fertig. Mit reinzunehmen und konnte auch filmen. Ja, wir sind jetzt wieder im Hotel. Ich habe gerade so mein Handy erstmal angeschlossen zum Laden. Und wir haben gerade noch schnell was gegessen unterwegs. Hab mir noch so einen Salat mit Dönerfleisch reingezogen. Und ja, jetzt sind wir haben es jetzt 20 nach 12. Sind gerade mit dem Taxi hier ins Hotel und ja, lassen jetzt hier im Hotel den Abend ausklingen. Und ja, morgen geht es dann noch ein bisschen nach Hamburg und da nehme ich dann definitiv auch die Sony mit und da werden auf jeden Fall ein paar Fotos gemacht und natürlich auch ein bisschen gefilmt. Einen wunderschönen, sonnigen, guten Tag, meine Lieben. Ja, wie ihr seht, wir sind zurück aus Hamburg. Es ist schon Freitag. Ihr habt ein paar Bilder gesehen von dem Hamburger Konzert von Ed Sheeran.
und natürlich auch ein paar Bilder aus Hamburg. Es hat gerade unglaublich viel Grad und ich habe gerade die Klimaanlage ausgestellt, damit ihr nicht die ganze Zeit das Rauschen hört. Deswegen fange ich gerade richtig schön das Saften an. Wir sind wieder zurück. Ich habe jetzt nicht ganz so viel gefilmt in Hamburg. Ich habe eher so ein paar Fotos gemacht. Es wird einen kleinen Tripbericht geben von dem, ja, von Hamburg, von dem Konzert und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann mal auf linsenlifestyle.de gehen. Da gibt es dann natürlich auch entsprechend die Fotos zu sehen. Jawohl. Ja, heute ist eigentlich für mich so, ja, doch großartig nichts gewesen. Es ist ein kleiner Gammeltag gewesen. Ich war heute Morgen mal einmal bei Nerdstar im Studio, denn Nerdstar.de wird neu relaunched oder wird neu relaunched. Und ja, da war heute einiges zu besprechen. Und da lasst euch überraschen, das wird ein wirklich großes Projekt werden für uns alle. Und ja, da ist momentan so ein bisschen Besprechung, was halt da auf uns zukommt, auf uns alle. Und ich freue mich aber drauf, das wird auf jeden Fall sehr cool, denn ich freue mich auf den neuen Start der Seite und auf neue Möglichkeiten, die wir natürlich alle haben werden. Auf Linsen Lifestyle wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch ordentlich was zu sehen geben, denn ich habe den, ja, quasi meinen Vorratsschrank voll mit Dingen, die ich euch zeigen möchte. Ich habe vieles geschickt bekommen, ich habe auch eine Kleinigkeit gekauft, aber auch, ja, ein paar Sachen gesponsert bekommen. Da werde ich dann euch ein bisschen mehr von erzählen, wenn es dann soweit ist. Die neue Beard White Box steht auch bald an, die müsste auch Anfang nächsten Monats kommen. Und ja, es steht auf jeden Fall, es ist viel, viel, was in den nächsten Tagen kommen wird. Deswegen bin ich froh, dass ich momentan Urlaub habe und wirklich viele Projekte jetzt abwickeln kann. Auf jeden Fall, ja, das war jetzt mal so ein kurzes, so eine kurze Zusammenfassung von den letzten Tagen. Wie gesagt, ich habe alles irgendwie zusammengewürfelt. Hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das so ein zusammengewuselter Vlog ist. Ich denke, ab nächste Woche wird das dann wieder ein bisschen anders. Dann kommt da so ein bisschen mehr Struktur rein, dann habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Zeit. Also Leute, ich bin jetzt zu Hause und jetzt muss ich gleich mal direkt was zu essen bestellen, denn ich habe Hunger. Und ja, ich sage erstmal Tschüss.